So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir nochmal so die letzten Kleinigkeiten der Höhenregion erkundet. Eine Sache ist mir außerdem noch eingefallen, wo ich jetzt mal gucken muss. Und ich habe jetzt auch ein bisschen was gemacht. Und zwar wollen wir diesen Part anfangen, die Legis zu fangen. Also die Regis sind in diesem Part dran. Das Regi-Trio, also das Golem-Trio und hör auf rauszutabben. Ja, das ist irgendein blöder Typ in unserem Netzwerk oder irgendein Computer, den er nicht kennt im Netzwerk, egal. Und deswegen habe ich mich jetzt schon ein bisschen, ich habe mich außerdem erstmal ein bisschen mit den Events befasst. Wir können sie doch mit Hilfe der Tickets besuchen. Hat nur ein bisschen gedauert, bis ich es hinbekommen habe. Habe ich gestern den ganzen Tag dran gesessen. Und ich habe noch ein Pokémon trainiert, ein Pokémon gezüchtet und trainiert. Und zwar ein Parasect mit dem Namen Hunter und einem Lachsrauch. Wir tun kurz Spore raus, also für die Zeit, in der wir jetzt die Regis fangen und die Legis. Denn ich glaube, dass mit Hunter haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen. Denn wir sehen uns mal kurz Hunters Werte an, das ist Level 60. Ich habe 3 Stunden an dem Mistviech trainiert, aber es wird auch nur zum Fangen benutzt werden, für nichts anderes. Und wenn ihr jetzt sagt, was hast du das Paras? Ja, das gibt's in Smaragd gar nicht. Ich habe es mir von Pokémon Blattgrün getauscht. Da hatte ich nämlich noch einen Spielstand, den ich mal so gespielt hatte. Und da habe ich es mir rüber getauscht. Und ja, habe dann hier gezüchtet. Mit einem Ninkada, aber den habe ich bald wieder freigelassen. Weil ich ihn nicht mehr brauche. Gut, und zwar sehen wir hier unten Pilzspore. 100 Genauigkeit und das Pokémon schläft ein dann. Und Trugschlag. Dafür muss ich züchten, weil Trugschlag lernt Parasect nur durch Zucht. Ansonsten könnte es nämlich nur könntest nur durch Zucht lernen oder durch TM in den späteren Generationen. Da es ja aber keinen TM gibt, musste ich einen Ninkada mit Trugschlag nehmen. Das ging dann nämlich auch. Gut. So viel haben wir dazu gesagt. Und dann begeben wir uns mal in Richtung... Hab ich Pokebälle? Hab ich nur noch den letzten Pack gekauft, oder? Also, Hyperbälle in dem Sinne. Jo, hab ich, gut. Einen Schutz hätte ich noch gerne. Und dann machen wir uns auf den Weg zum ersten. Hab ich hier... Nee, gut, ich wollte schon sagen, ich habe ein bisschen experimentiert gehabt und habe zum Glück immer Safe States geladen. Nicht, dass ich irgendwie was Falsches an Safe States lade. Und dann habe ich die ganzen Tickets wieder drin. Die dürfte alle im PC liegen, um genau zu sein. Und wir haben noch nicht gekämpft. Verdammt! Okay, das heißt, wir dürfen uns jetzt hier auf den Weg machen und nebenbei noch eine Runde kämpfen. Warum auch nicht? Heidrun. Komischer Name. Los, Simon! Zeig einfach, was du kannst. Ach ja, und beim Training von Hunter hat sowohl Simon als auch Yoshi jeweils ein Level erreicht. Das war nicht zu vermeiden, denn ich musste anfangs mit EP-Teiler trainieren. Ansonsten von Level 5 auf Level 60, habe in der Siegstraße trainiert, ne? Ja, warum setze ich jetzt mal hier rein? Ich wollte eigentlich erstmal ein anderes Pokémon vorsetzen, weil, ja, wir sehen 51 und 53, haben beide jeweils ein Level-Up erreicht und ich werde Hunter auch nur zum Fangen von Pokémon benutzen, zum Fangen der Legendären, zu nichts anderem. Nicht, dass ihr jetzt beschwert, oh mein Gott, er cheatet sich hier Pokémon und sowas. Nein, ich habe erstens nicht gecheatet, sondern habe es mir getauscht und gezüchtet und zweitens werde ich es nicht benutzen, abgesehen von... Ich will nicht gegen Typen darum kämpfen, deswegen nochmal auf Wasser. Außer für die Legis. Nun mal, weil unter anderem auch Latios noch auf uns wartet. Und das ist ein Wander-Pokémon. Und Wander-Pokémon können sehr nervig sein. Und deshalb, ja. Ne? Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Hi-ho! Insel Nummer 1. Inselhöhle. Was? Warum bist du schon offen? Die Wand, in der Wand ist ein großes Loch. Eigentlich sollte man da nämlich noch irgendwas machen. Schön. Übersetzen wir es mal trotzdem. Ich weiß es nämlich nicht auswendig. Jetzt muss ich es tatsächlich übersetzen. Ich habe hier mein schönes Dokument. Und ich lese euch ein vor. Von der Braille-Schrift. Jetzt muss ich jetzt... So, das wäre eine Halbigkeit. B-L... ich sehe kaum was. B-L... Blei... Blei... Was? Das ist schon ein I, oder? Ja, Blei... Was mit Blei? Und dann noch ein Buchstabe hinten dran. Das sind 2 Punkte oben. Bleib. Ein Punkt unten. Gott, warum muss das so kompliziert sein? Bleib. Was ist das für ein Zeichen? Dieser komische. Bleib nah. Nahe der Wand dürfte das heißen, genau. Und ich wurde auf Facebook angeschrieben, das ist natürlich ganz clever. Bleib nahe der Wand
Oh, das dürfte ein U sein, oder? Und wahrscheinlich. Wo ist denn das U jetzt hin? Und. Ja, und. Bleibe nahe der Wand und. Jetzt muss ich gucken. Ich weiß, was man machen muss, glaube ich. Man muss, glaube ich, einmal an der Wand im Kreis rennen. Und. Ich finde die Buchstaben nicht. Verdammt. Wo bist du? Ich finde dich nicht. Da. Und renn. Renn. Eine Runde. Und das letzte kann ich nicht lesen. Das andere war nur improvisiert, also ich denke einfach mal, dass es so sein sollte. Eine Runde. Was ist denn das für ein Buchstabe? Gottes Willen. Wie hat sich diese Schrift ausgedacht? Gottes Willen, zwei und. Her? Kann es sein? Her. Und das ist das letzte, ist ein Punkt. Also, bleibe nahe der Wand und renn eine Runde umher. Also einmal um eine an der Wand lang rennen. Irgendwie ist es schon offen. Sehr interessant. Und hier haben wir Regice. Ich mache einen klitzekleinen Save State. Bei State 8 natürlich. Und in dem Fall würde ich, glaube ich, gerne direkt Hunter nach vorne schicken. So. Komisches Geräusch und epische Battle-Musik und komische Punkte. Oh mein Gott! Sie haben Braille-Schrift auf der im Gesicht, also es. Hi Regice, was geht? Ein wildes Regice erscheint. Los, Hunter! Alles klar, dann wollen wir dich erstmal einschläfern. Ja, schöne Pilzspore, trifft immer und schläfert ein. Deswegen habe ich mir außerdem auch ein Parasect ausgesucht, weil Parasect und, Parasect und Knilz sind die einzigen Pokémon, die in dieser Generation, Pilzspore lernen können. Ich hätte auch, Ding nehmen können. Du hast einen Hof. Oh, das geht sogar. Wow, du bist direkt wieder aufgewacht. Aua. Ich hätte auch noch ein zweites Karpilz züchten können. Ja, hätte ich, aber da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Ich meine mal was anderes, wenn man hier noch ein Paras hat. Keine Ahnung, ich habe irgendwie mehr Lust auf Paras. Du, Paras, du schläfst wieder ein. Bitte. Dann dachte ich mir, das ist doch perfekt geeignet, um die Pokémon zu fangen. Nur Registeel und Regirock könnten schwierig werden, wenn wir hier nur mit Tugschlag arbeiten. Zang, boom. Das soll ein Tugschlag, ist halt einfach, es bleibt nur ein KP übrig. Warum wachst du die ganze Zeit wieder auf? Was ist mit dir kaputt? Und das ist eine Eisattacke, das tut weh. Parasect ist nämlich zum Teil der Pflanzen-Pokémon. Ja. Edith von Hunter singt. Ich wundere mich sowieso, dass Hunter schneller ist. Alles klar. Ja, wir haben noch ein bisschen zu tun. Das tut mir weh. Lass das. Oh, seit gestern hat meine Innet, das nervt mich. Aber ich habe extra Lachsrauch gegeben, damit die nicht so viel treffen. Ich habe überlegt, Seidenschale oder Lachsrauch, und ich habe mich dann für Lachsrauch entschieden. Einfach dann treffen sie nicht so oft und das ist für mich angenehmer. So, ja, du pennst nur eine Runde. Wenigstens eine Runde. Warum bist du zweimal aufgewacht direkt? Das nervt. So, jetzt sollte das auch irgendwie passen. Komm. Es gibt mal hier, Meisterball. Vielleicht setze ich den Meisterball einfach für Latios ein, dann hat sich das gegessen. daran habe ich gar nicht gedacht. Hyperball, fang das Viech ein. Zang, bloing, bloing, boing, boing. Jo, so oder so ähnlich. Warum wachst du nach einer Runde wieder auf? Das ist total asozial. Warum kannst du das? Jetzt mal ernsthaft, warum? Und mein Innet singt weiter. Dum, 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 dum. Ah, schöne Melodie, muss man sagen. Aber die Legitims sind meistens sehr schön. Und der Lachsrauch hilft so gut wie gar nicht, sehe ich gerade. Plastikkack und jetzt boostet es sich wahrscheinlich gleich auch noch. Ja, komm schon. Nerv nicht. Und warum wachst du immer auf? Pilzspore sollte dich ja länger als eine Runde schlafen lassen können. Für Notfall habe ich auch Stachelspore, aber ich will lieber Pilzspore einsetzen, weil Schlaf mehr wirkt als andere Status. Statusveränderungen fürs Fangen zumindest. Ein Pokémon, das schläft, hat doppelte Fangchance. Bei Paralyse und Gift, also eingefroren und schlafend, ist doppelte Fangchance. Gift und Paralyse. Perfekt, Regice wurde gefangen. Das ging ja super. Sein Körper besteht aus Eis der Antarktis. Ausgiebige Forschungen haben gegeben, dass dieses Eis aus der Eiszeit stammt. Ich überlege gerade, ob ich ihm noch einen Namen geben soll.
Nee, ich glaube, den Ligis gebe ich keinen Namen. Und fällt nämlich gerade auf Anhieb keiner ein. So. Damit haben wir den ersten Regen gefangen. So schnell kann es gehen. Ich weiß nicht, warum die Höhle schon offen war. Das scheint ein Bug zu sein oder irgendwie sowas. Aber okay. Nächstes Ziel ist Bad Lavastadt. Denn von dort aus können wir den zweiten Golem fangen. Wenn wir uns von dort aus auf den Weg machen. Aber vorher würde ich gerne noch einmal heilen gehen. Denn mit einem halbbesiegten Hunter möchte ich da nicht hingehen. Doop, 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 doop. Doing, doong, klador, boop. Ja, sehr interessante Geräusche hier. Also, man merkt schon, vielleicht geht's wirklich sehr viel einfacher mit Hunter. Ich hoffe es zumindest mal. Aber das Tolle ist, jetzt kommt Regirock an die Reihe. Und Regirock hat eine Verteidigung von, eine Basiswertverteidigung von 200. Das könnte dauern, bis ich es geschwächt habe. Ein bisschen. Was ich euch noch zeigen wollte, das vielleicht packe ich es noch ans Ende des Parts ran, auch wenn ich schon jetzt schon denke, dass es, nein, ich wollte keinen Hypertrank einsetzen. Ich wollte einen Schutz einsetzen. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen dauern könnte, mit den ganzen, Golems. Und zwar wollte ich euch noch das letzte Fossil... Ich habe dich nicht besiegt? Warum habe ich dich nicht besiegt? Dann besiege ich dich eben jetzt. Von mir aus. Von mir aus besiege ich dich auch jetzt. Jenny mit einem Meryl. Willst du mich verarschen? Hi, Hunter. Eigentlich wollte ich nicht mit dir kämpfen, aber okay. Toll, jetzt muss Hunter doch kämpfen. Und warum setze ich Druckschlag ein, ich Idiot? Ich würde eigentlich Schlitze einsetzen. Die einzigste Angriffsattacke, die auch was besiegen kann. Erst hatte ich... Lass das. Erst hatte ich mir überlegt, ob ich ihm wirklich nur Attacken zum Fangen beibringe, aber ich musste ja auch irgendwie später selber kämpfen damit, Hunter, und dann war es ein bisschen blöd, ne? Genau, kill dich selber mit Sandsturm. Warum auch nicht? Und Lombrero. Nein, wir werden nicht austauschen. Wir werden einfach mal mit Hunter weiterkämpfen. Einfach, weil es gerade vorne ist und der Kampf sowieso kaum EP bringt. Schlitzer! Wie gesagt, eigentlich wollte ich ihm nur irgendwie doch noch irgendeine andere Attacke beibringen, wie, keine Ahnung, Giftpool oder so, aber Giftpool ist sowieso blöd zum Fangen und ich dachte mir, irgendwas brauche ich auch zum Angreifen. Also passt das schon so. Also fürs Training halt angreifen und danach habe ich halt nichts mehr anderes beigebracht. Jetzt bitte sagt mir, dass hier nichts mehr ist und bitte sagt mir, dass die Tür hier wenigstens zu ist, damit ich euch das zeigen kann. Nö, auch hier ist offen. Anscheinend war jemand vor uns schon hier, hat nur die Pokémon nicht gefangen. Ich werde mich wieder ins Übersetzen machen und ich habe meine Flasche umgeschmissen, sehr schön. Oh Gottes Willen, was kommt jetzt hier? Jetzt kommen wieder meine Übersetzungskünste. Ich habe hier überhaupt kein Hilfsmittel oder so. Zwei Links sollte es wahrscheinlich heißen. Das letzte ist ein... Was ist denn das da hinten? Wo sehen Punkte Komma gleich aus? Ich denke mal, das soll ein Komma sein. Ja, da steht... Ob ich zweimal für Komma ein Zeichen... Also zweimal verschiedene Zeichen, egal. Zwei links. Zwei rechts. Einfach mal so geraten. Ich guck mal nach, ob es stimmt. Nee. Runter. Runter wahrscheinlich. Zwei runter. Moment, runter, stimmt das? Jo, zwei runter. An. Ja, okay, an. Sind die ersten beiden schon mal an. Eieieiei. Ich hätte auch nachgucken können, aber ich wollte Live-Übersetzung machen, ne? An. An. Ist das ein H? Ja. An. Zwei links, zwei runter, anschließend, ja, soll ein S sein, schließend, anschließend, was ist das letzte? Ein langes Wort, okay, okay, Zertrümmerer? Jetzt muss ich kurz gucken. M. Zertrümmer. Ja, okay. Ach Gott, das wäre. Von der Mitte aus des Raumes. Denke ich jetzt mal. Zwei links, zwei runter und dann Zertrümmerer einsetzen. Dann kommt man hier durch.
Wir haben aber irgendwie schon die Möglichkeit, so durchzugehen. Warum auch immer. Ich mach kurz ein Safe State. So. Aber wir wollen es ja nicht killen, was eigentlich gar nicht möglich sein sollte mit Hunter vorne. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das abzieht. Ja, genau. Bund uns wieder an. Und wir haben ein anderes Punktsymbol. Sind das immer die Symbole, die sie auch... Ja, das sind immer die Symbole, die sie auch im Gesicht haben. Es ist aber irgendwie kein Blindenschriftsymbol, wie ich gerade sehe. Naja, komisch. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie viel zieht Druckschlag ab? Okay, ich werde es anders schwächen. Den letzten Rest werde ich vielleicht mit Druckschlag machen. Hör auf mit Kraftkoloss. Es zieht zwar nicht mehr viel ab, aber es tut trotzdem weh. Angriff von Rigorox. Sehe ich sehr positiv. Pilzspore. Ich muss jetzt irgendwas anderes einsetzen, weil damit können sie das eine halbe Ewigkeit dauern. Ja, Registeel wird nicht besser. Registeel hat zwar eine Verteidigung nur von 150, aber okay. Dafür hat es auch eine hohe Spezialverteidigung. Das könnte ich jetzt am besten einsetzen. Etwas, was am besten normal stark ist. Und vielleicht physisch. Habe ich da irgendwas? Ich glaube, nein. Ich setze mal Yoshi ein. Einfach mal so. Warum wachen die sofort immer auf? Ist es ein Bug oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, anscheinend ist da irgendwas. Weil die wachen immer sofort auf, nachdem ich irgendwas gemacht habe. Also einmal Bildspuren und sofort wieder wach, ne? Das kann ja irgendwie nicht sein. Zack, zack, war mal Knirscher, das sollte nicht so viel abziehen. Jo, das geht sogar noch. Ja, jetzt hol ich Kraftkoll aus einer mit Schwächstung deinen Angriff. Das kommt mir sehr entgegen. Damit ziehst du dann Hunter nachher nicht so viel ab, auch wenn Hunter eine recht ansehbare Verteidigung hat. Die zweithöchste im Team, abgesehen. Also, zweithöchste, wenn man jetzt hier, wenn man das ins Team reinzählen würde, hast du die zweithöchste. Steinwurf. Au. Das ist das. So, und jetzt wechsle ich wieder zu Hunter. Jetzt sollte Hunter ein leichteres Spiel haben. So. Parasek. Bam, 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 bam. Au. Aber du hast dich schon so weit abgeschwächt, dass es kein Problem mehr sein sollte. Pilz, Spore. Es ist nur sehr langsam. Das ist ein bisschen problematisch, aber pff, das wird schon irgendwie passen. Also, Hunter ist sehr langsam. Irgendwie 60, glaube ich, ist seine Innend. Druckschlag. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber so verändern wir, dass es gekillt wird. Und du bleibst... Wieso wachst du sofort wieder auf? Was ist das für, bitteschön, für ein Mist? Lass den Kack. Tut weh. Druckschlag! Und warum habe ich nicht nochmal Bildspore eingesetzt? Ach, scheiß drauf, doch egal. Einmal setze ich noch Druckschlag ein und dann setze ich Bildspore ein und versuche zu fangen. Mir geht es ja auch bei Bildspore mehr um den Effekt, ich kann nicht fangen. Also ich kann nicht leichter fangen, als dass ich irgendwie jetzt möchte, dass du nicht mehr angreifst oder so. Wäre zwar ein netter Nebeneffekt, aber okay. Boom. Hau ich dich. So. Ein KP hast du noch. Genau. Hau weiter mit Kraftkoloss rein. Senk deinen Angriff so weit, dass du mir gar keinen Schaden mehr zufügst. Trotz allem würde ich dann gerne doch mal nochmal heilen. Ich weiß ja nicht, was der jetzt noch gleich so machen wird. Sicherheitsheilen. Wenn ich das jetzt einfach mal. Ja, es könnte ein längerer Part werden. Aber ich würde gerne gerade die Regis in einem Part fangen, weil die sind ja... glaube ich, noch etwas leichter zu fangen als das Wettertrio. Und das würde ich dann doch gerne irgendwie da eine Part abschließen. Kampf, Pilzspore. Ich würde es begrüßen, wenn du jetzt mal länger schlafen würdest als nur eine Runde. So, ist eingeschlafen. Schläft tief und fest. Schön. Haben die bisher jetzt immer nur eine Runde geschlafen? Dann muss das ja irgendwie verbuggt sein. Hm. Naja. So, wir schmeißen einen Hyperball. Hyperball. Stay in there, please. Nope. Keine Chance. Es ist doch nicht wahr. Warum wachen die sofort wieder auf? Okay, irgendwas ist da kaputt. Da muss ich gleich, mache ich vielleicht nach dem Kampf mal ganz kurz einen Gut und dann starte ich den Emulator mal schnell neu. Also, auch ohne Save State mal neu starten. Vielleicht funktioniert es dann besser. Hm, naja, egal. Schon komisch. Oder haben die irgendwie sowas wie Frühwecker als Fähigkeit? Das glaube ich ja eigentlich nicht. Komm schon. Bleib drinne. Bleib drinne. Bleib drinne. Nein! Aber es schläft wenigstens einmal weiter. Nochmal, komm. Das war ja schon fast perfekt. Noch einmal. Mehr. Nee, lieber nicht. Warum auch? Wow. Es hat eine Runde länger geschlafen als sonst. Was ein Wunder. Das sollte mir nicht viel abziehen.
Angriff von York sinkt. Hoffentlich geht es jetzt beim nächsten schneller. Also bei Ring Steel. Wobei, bisher haben wir ja noch nicht lange an ihm gesessen hier. Babadam, bam, babadam, bam, babadam. Mehr Schwächen kann ich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit geht nicht noch höher. Es hat 1 KP und es schläft. Viel besser geht's nicht mehr. Wenn es jetzt nicht drin bleibt, dann liegt es einfach halt an dem blöden Zufallswert. Wenigstens schläft es schon 2 Runden durchschnittlich. Dankeschön. Das ist schon mal sehr hilfreich. Nächster Hyperball. Zang, bloink. Donk, 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 donk. Nö, heute nicht. Hey, es schläft 3 Runden. Oh mein Gott, sowas hatten wir noch gar nicht. Hyperball. Once again. Zang. Bom, 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 bom. Ja. 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 Yes! Solarigirok wurde gefangen. Ganz vergessen, Text vorzulesen. Oh yeah. Steingipfel. Das andere war wahrscheinlich irgendwas mit Eis. Eisberg war es, glaube ich, das andere. Riyork besteht nur aus Steinen und Felsen. Falls Teile seines Körpers im Kampf davonfliegen, repariert es sich selbst, indem es einfach neue Steine hinzufügt. Sozusagen ein, unzerstörbares Pokémon. Oh yeah. So. Perfekt. Damit wäre auch die Wüstenruine abgesägt. Abgesägt? Erledigt. Abgeschlossen. Das passt jetzt besser. Und, wir machen uns auf den Weg zur letzten Ruine. Und zwar habe ich keine Ahnung, was das für eine Ruine ist. Also, die eine war die Wüstenruine, das andere war die Inselruine. Wir gehen jetzt noch einmal heilen, bitte, weil mir das ansonsten ein bisschen blöd wird. So, ein bisschen heilen. Gut. So. Einmal geheilt und jetzt geht's auf zur Wüstenruine, Inselruine haben wir. Jetzt geht's zur letzten, und zwar zu Registeel. Die letzten der 3 Regis. Und dann haben wir auch die schon in der Tasche. In der Tasche. Nee. Habe ich Schutz auch an? Dürfte ich schon haben. Wenn jetzt gleich ein Pokémon kommt, weiß ich, jo, Schutz war noch an. Ich hoffe, ich habe auch keine Jeets mehr oder irgendwie sowas an. Das wäre irgendwie doof. Also, es ist unbeabsichtigt, dass ich die Rätsel jetzt nicht lösen muss. Eigentlich wollte ich sie schon lösen müssen. Aber irgendwie wollte es nicht so ganz. Dö. Guck mich nicht an. Dankeschön. Ich wette, du bist auch schon gelöst, oder? Würde nur Sinn ergeben. Jo, das Grabmal, genau so hieß es. Oh Gottes Willen, jetzt geht's wieder in Zeitdruck übersetzen. Das erste Wort war jetzt aber nicht so schwer. Wow, wie alt ich schon bin. Das mit den Buchstaben un... Die unsere... Die unseren... Wie... Will... Was? Die unseren Willen... Erben, Komma. Die unseren Willen erben. Was ist das für ein Buchstabe? Strahlen. In Licht? Nee, was? Nee. In. Ins. Zentral. Zentrum. Im Zentrum. Die. Oh, das hab ich schon den Anfang vergessen. Nee. Die unseren. Die unseren Willen erben, erstrahlen im Zentrum. Das heißt, Blitz in der Mitte des Raumes ersetzen. Das heißt, du stellst dich hier hin. Hier müsste es sein. Und setzt Blitz ein. Dann geht das hier hinten auf. Alles klar. Wir sind im Grabmal. Ich mach kurz ein Safe State. So. Und Hunter, bist du bereit für den letzten Regi? Auch hier wird es wieder eine halbe Ewigkeit dauern, dich zu besiegen. Oh je. Das geilste von den 3 Regis. Hat auch ein cooles Punktmuster. Dum 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 dum. Registeel, wie auch immer. Hallo Hunter. Wie viel ziehst du ab, wenn ich Tokuschlag einsetze? Gleich mal ausprobieren. Boom. Au, Volltreffer. Jo. Nein.
Nicht wirklich, das tue ich mir nicht an. Nope. Nicht in diesem Leben, nicht im nächsten Leben, nicht im Leben darauf und darauf auch nicht. Das mache ich mit einem anderen Pokémon. Allerdings erstmal eine schöne Pilzspore, vielleicht schläfst du eine Runde. Gut. Was ich euch sagen kann zu Regisil, und zwar in Platin war es, glaube ich, gibt es in der deutschen Version eine kleine Abänderung im Vergleich zu den anderen Editionen, also anderen Ländern, zum Beispiel Japan oder Amerika. Jetzt muss ich kurz gucken, was ich am besten einsetze, um die zu schwächen. Drache wäre nicht sehr effektiv. Nutzinfo hat Spezialverteidigung und Verteidigung um jeweils 150 Basiswert. Würde mich mal interessieren, wie viel ein Feuerfeger abziehen würde. Es schläft wenigstens noch ein bisschen. So, einmal Feuerfeger. Bam! Ins Eisen rein. Das war zu stark. Gut, jo. So viel dazu. Packen wir gleich mal Simon nach vorne. Vielleicht bringt das dann was. Vielleicht reicht es ja zufälligerweise aus, aber ich glaube jetzt einfach mal nicht dran. Ich denke jetzt zumindest nicht. Probier es einfach mal aus. Warum nicht? Und zwar in der deutschen Platin-Version wurde der Sprite abgeändert, denn in der amerikanischen und japanischen Version, also in allen anderen Versionen, erinnert der Sprite zu sehr an den Hitlergruß. Da hat es nämlich, okay, das ist zu viel, hat es nämlich die Hand nach oben gestreckt und die andere Hand gerade nach unten, also beide jeweils gerade in eine Richtung. Und deshalb wurde das zensiert und der Sprite wurde abgeändert in der deutschen Version. Wenn euch interessiert, wie die beiden Sprites aussehen, guckt einmal auf PokeWiki, unten in der Trivia steht es genau, sieht man beide Sprites und da seht ihr auch, wie der Original-Sprite ist und der ist wirklich, ich sag mal, es ist schon ein wenig begründet, dass er abgeändert wurde. Wie viel zieht das ab? Passt, etwa. Aua, das tut weh. Oh, du bist kurz vom Level-Up, stimmt, das habe ich auch bemerkt, Ricola fehlt genau 1 EP zum Level-Up. Das ist egal, welches Pokémon ich jetzt besiege mit Ricola. Es wird auf jeden Fall ein Level-Up bekommen. Hi, Grafkoloss, erneut. Aber ich finde es auch schön, dass du deine Verteidigung sinkst, weil dann kann ich dich gleich mit Trugschlag noch ein bisschen ärgern. Angriff sinkt, Verteidigung sinkt. Sehr schön. Gut, jetzt wechseln wir mal kurz auf Hunter zurück. Also, was heißt kurz? Der Rest ist Hunters Ding. So, Hunter. Tu, was du nicht lassen kannst. Mittlerweile sollte der Grafkoloss auch keine Gefahr für uns mehr darstellen. So oder so nicht, weil Hunter ja vom Typ Käfer ist, sollte es kein Problem sein. Gut. Perfekt. Dann wollen wir ihn mal... erstmal Pilzsporen, dann kann er uns auch nicht nerven. Auch wenn er uns eh nicht viel abziehen kann. Und dann gibt's gleich ein paar Druckschläge auf die Mütze, mein Lieber. So. Verteidigung hast du schon mehr als halbiert, also sollte ein Druckschlag gar nicht mehr so schwach sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich schon alles war. Ich setze es einfach doch mal ein. Safety first, dann habe ich wirklich auf 1 KP reduziert. Das ist toll, ein Druckschlag. Ist perfekt zum Fangen. Leider nur Stärke 40. Okay, es war wirklich auf 1 KP. Und es schläft tatsächlich mal länger als eine Runde. Mein Gott, der Bug hat aufgehört. Wie schön. Okay, Hyper Ball. Zang. Boing, 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 boing. Und. Nein! Arr. Wäre so schön gewesen, mein First Try. Ja, wieder einmal kann ich nicht mehr machen, als jetzt einfach nur Bälle werfen. Beziehungsweise, sobald es aufwacht, halt nochmal Pilzspore einzusetzen. Yay, nein. Aufgewacht, ja, okay, es war aber okay. Es hat irgendwie jetzt 3 oder 4 Runden geschlafen. Damit könnte ich leben. So. Genau, senk weiterhin deine Werte. Warum nicht? Damit machst du mir nur noch weniger Ärger. Kampf, Pilzspore erneut. Ach ja. Es hat schon seine Gründe, dass ich dieses Pokémon ausgewählt habe. Damit sollte der Rest auch einfacher werden. Rayquaza könnte nochmal lustig werden, denn Rayquaza kann meines Wissens Flugattacken. Und fliegen gleich 4-fach Effektivität gegen Hunter. Das könnte lustig werden. Ansonsten Kyogre mit seinen Kyogre kann, glaube ich, Eisstrahl hier auf Level 70. Boah, du nervst. Bleib doch einfach drinne. Groudon dürfte Feuersturm können, was auch nicht gerade lustig wird. Also die drei würden noch die schwersten werden. Die Fan-Pokémon, da gibt's auch nochmal 2, wo ich mir denke, ehehehe. Bleibst du mal drinne? Du bist natürlich wie immer das Widerspenstigste, mein Lieber. Danach gibt's noch ein paar, wo ich mir denke, yay, lustig. Aber auch nur 1, oder? Also 2 von den 5 Event-Pokémon in dem Sinne.
sind, glaube ich, in dem Sinne gefährlich. Nein! Warum hast du dich paralysiert? Warum tust du das? Jetzt kann ich nicht mehr einschläfern. Kann ich jetzt echt nicht mehr? Du! Ah. Idiot! Warum paralysierst du dich an mir? Ich hätte besser eine andere Fähigkeit haben sollen, aber da konnte ich nicht bestimmen. Zumindest hätte es jetzt noch mehr Arbeit gemacht. Oh, jetzt dauert es natürlich wieder eine halbe Ewigkeit, bis das Ding drin bleibt. Warum konnte Pilzspore nicht einfach, konnte der Spurenwort nicht wie Schlaf wirken? Wie ein Schaf, genau. Bleib in dem scheiß Ball drinne. Mann! Kaum schläft es nicht mehr, bewegt sich der Ball keinen Millimeter mehr. Oh, Reggie Rock und Reggie Ice King, so schön. Und du blachst jetzt hier, machst jetzt hier ein noch Problemkind. Ja, das wird eine Extended-Folge, bis alle drinne sind. Jetzt boostest du dich wahrscheinlich gleich auch noch. Warum muss er Sporenwirt haben? In dem Fall wäre wirklich, was ist die andere Möglichkeit? Trockenheit, glaube ich. Wäre ein bisschen passender gewesen, dann hätte den jetzt nicht paralysiert. Naja, okay, das ist der einzige Fehler in dem schönen Plan. Naja. Die restlichen Pokémon sind aber mehr speziell ausgelegt. Alle, also die ganzen Event-Pokémon und so, sämtliche sind mehr speziell. Aber wenigstens greift es so nicht jede Runde an. Und das ist wenigstens ein Status, der dauerhaft aktiv bleibt. Oh, Ball. Wird eh nichts bringen. Yay. Das kann jetzt eine Runde so weitergehen. Warum musstest du dich auch paralysieren? Warum musste mein blöder Spurenwirt auch funktionieren? Mann. Yay. 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 Yes. Wow. Wow. Ja. Toll, Rixi wurde gefangen. Yay, neuer Eintrag wurde für Rixi im Körper, Pokédex eingelegt. Rixi, das Eisen-Pokémon. Sein Körper ist härter als jede andere Art von Metall. Da das Metall aus geheimnisvollen Substanzen besteht. Es ist nicht nur fest, sondern schrumpft und dehnt sich auch. Das heißt, es wächst sozusagen auch mit. Nö, wir geben ihm keinen Spitznamen. Damit haben wir Rixi eingecaptured. Und damit haben wir sämtliche drei Rixis eingefangen. Und gerade weil es zum Thema passt, möchte ich euch noch eine weitere Sache zeigen, die jetzt zwar nichts mit den Regis zu tun hat, allerdings die vielleicht auch interessant sein könnte. Und dafür möchte ich hopp und hopp nium, nach Lord Wechselfeld. Muss kurz gucken, wo das war. Ich gehe jetzt erstmal heilen. Dum, du, du, dum, dum, dum. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Yo. Halt mal meine Pokémon. Ja, die Folge wird jetzt noch so weit überzogen, weil ich echt noch eine Sache zeigen möchte. Erstens und zweitens möchte ich auch schon Richtung Himmelturm aufbrechen, wo dann der nächste Legi auf uns wartet. Im nächsten Bad allerdings der dann wirklich erst, aber dann wir werden für das wird dann Rayquaza sein. Denn das Wettertrio werden wir im nächsten Part angehen. Mittlerweile sollte der hier seinen Weg gebahnt haben. Fossilien sind so wundervoll, einfach traumhaft. Ja. Oh. So ist es nicht sicher. Ich habe hier gegraben. Die Wand ist auf einmal eingestürzt. Jetzt gibt es keine große Höhle, aber ich habe nicht weiter untersucht. Ich glaube nicht, dass man sich da in einem Fossil befindet. Naja, wir werden doch mal gucken. Genau, wir setzen uns einen Schutz ein, weil ich keinen Bock habe, hier auf wilde Pokémon zu stoßen. Denn hier gibt's als einzigsten Ort in der Höhenregion Ditto zu fangen. Also hier kann man wilde Ditto fangen, wenn man keine Feuerrot oder Blattgrün Edition hat. Feuerrot, Blattgrün kann man sie auch fangen. Rubin Saphir kann man es nicht fangen, nur in Smaragd. Das war nur in dieser Höhle. Und hier gibt es nämlich etwas, was ich mir holen möchte. Und zwar, hier langsam ist hier schon Sand. Das heißt, wir befinden uns langsam unter der Wüste. Und wenn ihr euch recht erinnert, ein Fossil damals ist doch einfach verschwunden im Sand. Und es befindet sich hier. Wurzelfossil erhalten. Vielleicht das Wurzelfossil in die Basis-Item-Tasche. Sehr schön. Haben wir noch ein Fluchtseil? Komm schon, wir haben immer ein Fluchtseil, wenn wir eins brauchen. Jo, haben wir. Wechsel jetzt bloß allein. Wlup. Also hier gibt es wilde Dittos zu fangen. Nur zur Info. An alle, die es interessiert. Jetzt würde ich noch... Ja, ich weiß, der Part ist viel zu lang mit 35 Minuten. Aber ich glaube, im nächsten Part werden wir wirklich die ganze Zeit brauchen, die wir haben. Und deswegen möchte ich jetzt in dem Part noch so viel Kleinscheiß machen, wie möglich ist. Und ich finde, dass man die alle in einem Part macht, finde ich ganz gut so. Und dass ich jetzt noch den Kleinscheiß hier zeige, weil dafür möchte ich keinen extra Part machen. So, werden deine Pokémon machen sie wieder fit. Okay, warum halte ich meine Pokémon nochmal? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich wollte nicht nur ein Pokémon ablegen. Denn, ich möchte das Fossil abgeben und möchte mir das entwickeln lassen. Hi.
Nimm mal eins von meinen Pokémon. Schluck mal eins. Und zwar... Komm, nehmen wir kurz Cookie. Cookie ab, dankeschön. Nehmen wir auch nachher wieder rein. Allerdings will ich jetzt erstmal das Fossil entwickeln lassen. Wir haben schon voll überzogen, ja. Aber das mache ich nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht splitten. Ganz einfach, weil ich die alle in einem Part haben möchte. Und wie gesagt, der Kleinscheiß hier, der passt jetzt einfach noch rein. Ihr könnt ja, wenn das jemand überspringt, finde ich jetzt auch nicht tragisch. Nur so zur Vollständigkeit. Ich arbeite in Vorrichtung, blablabla, Fossilien zum Leben werden weg, und es klappt. Ja, das zeigt auch, dass ein Pokémon-Fossil richtig erkannt. Jo. Excellent. Gibt's dir vorstellen, das Wurzelfossil, und ich muss gleich wiederkommen. Tschüss. Da bin ich wieder. Was geht? Reicht das schon, oder muss ich nochmal ganz rausgehen? Danke für deine Geduld. Dein fossiles Pokémon wurde zum Leben erweckt. Das Fossil war ein alternatives Pokémon Lilip. Ja, Blacker hält das Lilip von, dem Forscher. Ja. Perfekt, das ist männlich, denn dann werde ich ihm den Namen, damit er auch mit im Let's Play drinne ist. Sirlo. Machen wir denn das O hier? Mein Kumpel, der Sirlo. Wird auch mit reingebracht und damit haben wir, glaube ich, sämtliche Spitznamen vergeben. Vielmehr werde ich nicht mehr vergeben, weil wir nichts mehr fangen werden, abgesehen von Legis. Und Legis werde ich, wie gesagt, nicht mit Spitznamen versehen, weil mir da so schnell keine eingefallen sind. Warum gehe ich hier ins Pokémon Center? Ich möchte einfach eigentlich wegfliegen. So. Wir fliegen bis ans Ende der Welt. Bis nach Flossbrunn, um genau zu sein. Denn von da aus sollten wir den Himmelsturm erreichen. Zack. Halt, stopp. Für den Himmelsturm brauchen wir das Eilrad. Das hält mir gerade so ein. Ja, es ist ein voll überzogener Part. Gleich 40 Minuten, aber... Wenn ihr vorspulen wollt, keine Angst. Es macht mir nicht viel aus. Natürlich freut es mich für jeden, der bis zum Ende guckt. Wenn ihr Zeit habt oder so. Ja, ich möchte wieder tauschen. Eilrad erhalten. Nicht Eilrad, sondern Eilrad. Wirklich. Oh, ja. Ich weiß, da kann ich wiederkommen. Aber das Eilrad ist zwingend notwendig für den Himmelsturm. Denn im Vergleich zum letzten Mal ist der Himmelsturm ziemlich eingestürzt. Zang. Yoshi fliegt uns ein bisschen durch die Gegend. Dum, 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 dum. Und das wird vor allem deshalb sehr lustig, weil Rayquaza auf Level 70 sein wird. Ja, das könnte sehr interessant werden. Ich werde Cookie wieder ins Team nehmen. So. Werde dafür Sirlo entfernen. Operativ entfernen, wie nett von mir, nicht wahr? So, ich werde mal hier, da ist noch das alte Ricola. Na komm, dann gehen wir in die andere Richtung. Yay, yay. Hocken wir mal hier die Legis rein. So, und jetzt sind wir dich mal neben deinen Freund, das andere Fossil-Pokémon, Blader und Sirlo. Wunderbar. So weit, so gut. Sporum muss noch ein bisschen in der Box bleiben. Das liegt daran, dass ich momentan noch keinen Platz dafür habe. Das kommt wieder rein, wenn wir uns zum letzten Kampf begeben und wir natürlich mittrainiert. Da wird Hunter nicht mit dabei sein. Hunter ist, wie gesagt, nur zum Fangen von Pokémon gedacht. Da sind viele Trainer und ich weiß noch nicht, gegen wen ich alles gekämpft habe. Mann, wo ist denn hier der Eingang? Yay. Ein wildes Pokémon erscheint. Und was ist es denn? Es ist ein Dendara. Das heißt, mein Schutz funktioniert doch nicht mehr. Verdammt! So. Na, Flucht. Komm, hau ab. Gut. Ein Topschutz. Und ich denke, ich weiß noch nicht, mit was ich schwächen werde. Ob ich erst mit einem anderen Pokémon schwächen werde. Geht's hier oben nicht? Da drüben ist er mit zum. Bisschen zu schnell, aber egal. So, wir rennen ein Stück hoch und hier hin. Denn hier waren wir schon mal, haben schon mal hier ein Part beendet vom Himmelsturm. Allerdings werden wir im nächsten Part erst den Himmelsturm genauer erkunden und dann werden wir mal sehen, was uns da oben erwartet. Ich weiß es schon, Rayquaza. Aber egal, wir werden sehen, wie sich Rayquaza fangen lassen wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Pokémon Smaragd. Bis dahin und ciao!